Hallo ihr Lieben, also heute mal eine Runde Minecraft. Ich freue mich drauf, dass ich mit euch neue Welten erkunden kann und neue Abenteuer erleben. Ich hoffe, dass die Grafik euch nicht ganz abschreckt. Und für das neue Abenteuer würde ich uns jetzt mal eine neue Welt erstellen. Dann gehen wir auf Einzelspieler, neue Welt erstellen. Und die neue Welt nennen wir Niemandsland. So, und los geht's. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Eine kleine Runde Minecraft. Da sind wir in der Plöckchenwelt. Die Sonne ist eckig, die Wolken sind eckig, die Erde sowieso. Wahrscheinlich ist der ganze Planet eckig. Wir sind an einem schönen Punkt gespawnt. Oh, hier ist eine Höhle. Eine Höhle, 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 Höhle. Nee, leider nichts weiter zu finden. Wie gehen wir vor? Als erstes würde ich euch mal fragen. Oh, groß. Eisen, das ist gut. Eisen ist gut. Eisen ist gut. Ich brauche einen Baum. Ich brauche einen Baum. Als erstes brauche ich einen Baum. Weil wir brauchen Holz. Da hinten. Da ist ein Baum. Wir brauchen Holz. Erster Schritt. Dann brauchen wir Eisen. Dazu brauchen wir erstmal Stein. Wir sind nämlich kräftig. Wir können ja das Holz mit der Hand wegboxen. Yeah. Wir sind so stark. Wir verprügeln die Bäume. Ich muss mich etwas beeilen, weil in dieser Welt wird es schnell Nacht und nachts spawnen die Monster. Das heißt, wir müssen bis dahin ein Bett gefunden haben, um die Nacht zu überspringen. So, das erste ist eine Axt. Die haben wir. Entschuldigung. Loch gebuddelt hier. Mit der Axt. Dann machen wir uns noch schnell eine Spitzhacke. Jetzt sollten wir erstmal genug Holz haben. Das nehmen wir mit. So, schnell, 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 schnell. Eine Biene, yeah. Habt ihr sie gesehen? Kleine Biene. Biene, 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 Biene. So, hier unten war's. Hier habe ich das Eisen gesehen. Hoffentlich kommen wir dann gleich wieder hoch. Und hoffentlich kommt jetzt hier kein Monster. Ja, erstmal hier schön abbauen. Dreimal brauchen wir den Table, die Werkbank hier hin. Dann die dreimal Steinhackst. Wunderbar. Wieder abbauen. Zack. Und mit der Steinaxt können wir Eisen abbauen. Zweimal. Wunderschön. Jetzt brauchen wir noch schnell etwas Stein, um uns einen Ofen zu craften. Denn wir hätten es natürlich auch einfach machen können. Aber einfach kann jeder. Wir müssen Wolle besorgen. Und wir kriegen Wolle natürlich von Schafen. Wir können die Schafe erschlagen, um uns ihre Wolle anzueignen. Na komm.
Und wir können aber auch die Schafe scheren, um an die Wolle zu kommen. Um die zu scheren, brauchen wir natürlich, wie es der Name sagt, eine Schere. So, schnell. Das. Dann hier halt das. Dann das raus. Na komm her. Das hier hin. Das rein. Und das durchbraten. So, aus dem Roheisen wird jetzt ein Eisenbarren. Und einmal. Und na, zweimal. Nein, nicht der Ofen, das. Zack, zack. Und da haben wir eine Schere und los geht's. Yeah, Schafe, wo seid ihr? Ich brauche nur eure Wolle, habt keine Angst. Jupp, das waren zwei, das ist eins, das reicht. Zup. Wunderschön. Ach Quatsch. Dann das und das und wir sind safe. Wir haben ein Bett. An dem Bett würden wir uns gleich mal den Wiedereinstiegspunkt schaffen. Da hinten sehe ich schon ein Schiff. Das ist auch sehr schön. Ich würde sagen, das gefällt mir hier sehr gut. Jetzt noch eine Sache. Und zwar, ihr seht ja die Welt, so grün und naja, nicht so sehr ansprechend. Lauter Blöcke ist schon speziell. Da hätte ich einen Verbesserungsvorschlag. Und zwar können wir uns einen Shader hier reinholen. Das würde ich mal machen. Option, Grafik, Shader. Ihr seht, ich habe hier ganz viele. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der hier wirklich gut passt. High reicht, es muss nicht immer extrem sein. Umso runter läuft auch Minecraft. Und dann sieht die Welt so aus. Klein wenig verschwommener, aber auch für meine Begriffe viel schöner. Baut sich noch auf. Ich spiele hier die Version 1.19.2. Ohne Mods. Nee, halt, gelogen. Nie ganz ohne Mods. Ich habe eine Mod, wenn man so will. Es ist schon eine Modifikation. Der Shader alleine ist ja schon eine Modifikation. Und zwar Better Leaves habe ich dabei. Normalerweise gibt es keine gelben Birken. Also Birken mit gelbem Laub. Und es gibt auch, die Bäume sehen nicht ganz so füllig aus im normalen Minecraft. Und das Better Leaves zaubert auch ein paar Blüten an die Bäume. Das ist so eine ganz kleine Modifikation. Die habe ich mir noch erlaubt, aber ansonsten spiele ich Vanilla. Mit Optifine natürlich. Optifine hat den Vorteil, ich kann zoomen. Kann also Sachen heranzoomen, wenn ich auf C drücke. Und ich empfinde diese Stelle hier wirklich als Geschenk. Da haben wir echt eine coole Stelle gefunden. Problematisch wird es natürlich, wenn wir ein Dorf brauchen. Aber das soll unsere Sorge jetzt noch nicht sein. Ich beginne erstmal damit, die rudimentären Sachen zu tun, zu craften. Das heißt, ein kleines Haus, eine kleine Hütte. Dazu brauchen wir Holz. Und ich mache mir erstmal hier einen Satz Fackeln, vier Stück, damit wir hier dieses Anfangsareal ein klein wenig ausleuchten. Dass hier direkt nichts spawnen kann. Wir werden das dann natürlich noch über eine größere Fläche machen.
Ja, Minecraft ist mein unbestritten größtes Lieblingsspiel, bestes Lieblingsspiel, das Lieblingsspiel an sich. Biene. Kleine Biene. Kleine Stachel hinten dran. Süß. Minecraft wird immer weiter programmiert. Es kommt immer neuer Content dazu. Es gibt Minecraft seit 2009. Das ist ja nun schon wirklich lange her. Und ich kenne eigentlich kein Spiel, was in dieser Intensität immer weiterentwickelt wird. Habe ich euch überhaupt angemacht? Seid ihr dabei? Ja. Aufnahme läuft. Wunderbar. Ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle, dass wir endlich mal. Oh, hier mit dem Wasser. Und die Sonne geht langsam unter. Wir sollten also nicht mehr allzu lange hier rummähen. Denn nachts wird's gefährlich. Nachts kommen hier die Monster raus. Es gibt verschiedene Arten. Die offensichtlichsten sind drei Stück. Das ist einmal das Skelett, von mir auch liebevoll der Knochenjochen genannt. Dann der Zombie. Und der Creeper. Der Creeper ist besonders fies, da er sich in die Luft sprengt, wenn er einen erreicht hat. So, schnell zurück. Ja, Sapling nehmen wir mit. Da können wir auch eine kleine Baumplantage anlegen. Hier noch einer. Jetzt aber los. Besonders fies, weil er dann auch das, was du gebaut hast, ein Stück weit mit abreißt. Deswegen schnell hinlegen. Erste Nacht. Fortschritt erzielt. Träum was Schönes. So. Dann würde ich sagen, tun wir schon mal die ersten Bäume wieder anpflanzen. Und hier. Und geht weiter Holz schlagen. Ach, das Hühnchen. Sehr hübsch. Gibt Federn. Brauchen wir später für Pfeile. Und natürlich einen Bräuler. Ein Bräuler ist immer sehr lecker. Da wir jetzt natürlich auch nichts. Halt, falsches Werkzeug. Da wir jetzt auch nichts zu essen haben, sollten wir uns als nächstes um die Nahrung kümmern. Da bleibt uns nicht viel übrig, als entweder Tiere zu schlachten, wärmer früher oder später nicht drum rumkommen. Oh, Apfel. Man kann auch Äpfel essen. Denn wir brauchen ja das Leder von den Kühen. Also wird uns da nichts weiter übrig bleiben. Minecraft hat halt nur Feldfrüchte ansonsten, von denen wir uns gut ernähren könnten. Aber wie gesagt, um Leder zu erhalten, muss man zwingend Kühe schlachten. Jetzt ist ja die Frage, soll ich ein bisschen Musik mit einspielen oder nee? Ich würde jetzt die erste Folge mal ohne Musik lassen. Ich weiß, dass da YouTube etwas blöd geworden ist, weil die dann auf Urheberrechte pochen bei den Musikstücken und so. Ich hoffe mal, ich bin so ein kleines Licht, dass die. Oh, ist vorbei. Dass die da keinen Anstoß dran nehmen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich kann es bloß nachvertonen. Und wir werden sehen. Ach Quatsch. Was sie dazu sagen. So, unsere erste Steinaxt hält natürlich länger als die gemeine Holzaxt. Hey, Schaf. Gib mir deine Wolle, du kleines Schaf. Möchte wissen, wo die ihr Nest hat. Ich habe es noch nie entdeckt.
Erstmal die Setzlinge wieder einsammeln. Minecraft, wir spielen Minecraft. So, bauen wir uns noch mal hoch. Nee. Ja, die großen Eichenbäume sind immer etwas unübersichtlich, weil man nicht weiß, ob hier irgendwo noch ein Stamm drin ist, der verhindert, dass der Baum komplett despawnt. Oh, das ist cool. Apfel. Apfel ist cool. Wir haben jetzt auch gleich mal die zwei hinter die Binden haben, weil ihr seht, ich habe Hunger. Jawohl. Oh, ich glaube, ich habe alles erwischt. Oder? Nee, siehst du. Doch noch einer. Ja, als erstes so ein kleines Hütchen zum Überleben, ne? Wo wir unser Bett hinstellen können, wo wir einen Ofen reinsetzen, die Werkbank. Und so ein bisschen safe sind. 37 Holz. Das ist schon mal ein Anfang. Wo bauen wir es hin? Hier unten, hä? Schön ist ja, hier ist ein Ozean. Und wenn ich richtig geguckt habe. Oh, Pferde gibt's auch. Toll. Na du Zosse? Ja, du bist ein Feiner. Du bist ein Feiner. Du auch, Flaggy. Ah nee, das scheint hier ein Fluss zu sein. Das ist kein Ozean. Ich dachte schon, wir klemmen hier zwischen zwei Ozeanen. Aber nö. Gib mir dein Ei. Wir bauen uns das erste Haus hier hin. Sonnenblumen sind auch da. Wunderbar. Dort brennt was? Was brennt dort? Warum brennt es da? Ein Lavasee. Mr. Lava Lava. Da stimmen wir doch gleich mal ein Lied an. Lavaseen sind jetzt nicht so schlecht. Und eine Schlucht. Alter Schwede. Da unten sehe ich Kupfer. Kohle. Ja, da haben wir was zum Erkunden. Dann bauen wir doch das Häuschen hier am Sonnenblumental. So könnten wir unsere Heimat nennen. Das Sonnenblumental. Das wäre doch cool. Guck mal, hier ist eine freie Stelle. Der erste Block wird gesetzt. Zack. Eins, zwei, drei. Fupp. Eins, zwei, drei. Fupp. Verkehrt. Ich bin ein Held vom Erdbeerfeld. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. 1. Dann hinsetzen. Fertig. Mensch. Nee! Ich will doch nur zählen. 1, 2, 3. Fupp. 1, 2, 3. Fupp. Und dann kommt der. Hier hin. So ein kleines Hütchen bauen wir uns jetzt. Das werden wir dann später in Dörfler schenken, wenn wir einen da haben. Ne, also das ist wirklich nur die Anfangshütte. Was anderes kann das nicht sein. Drei hoch. Jawohl. Eins, zwei. Eins, zwei. Das wird nichts Besonderes. Das habe ich schon tausendmal gemacht. So. Pfosten stehen. Dann ist die Frage. Die Fräse aller Fräsen. Ach, wir bleiben bei Eiche. So.
Neues Rezept verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Jawohl. Mache ich dann später mal. Da zeige ich euch das Rezeptbuch. Wo wollen wir denn rausgehen? Wollen wir zum Meer hin rausgehen? Oder wollen wir hier rausgehen? Oder nach da? Ich würde sagen, wir gehen hier raus. Oder hier. Hier gehen wir raus. Hier kommt die Tür rein. Das wird die Tür. Das wird ein Fenster. Na. Das wird auch ein Fenster. Machen wir hier ein schönes lichtes Bütchen hin. Halt. Hier noch mal eins. Da war es zu Ende. Und ein Haufen Blumen. Wunderschön. Ja, es gibt nicht allzu viele Blumen, aber wir haben fast alle hier. Da haben wir hier diese, wie heißt sie? Wir machen sie mal weg. Das ist die Porzellanblume, genau. Dann haben wir hier die. Den Löwenzahn, den Mohn und die blaue ist die Kornblume meines Erachtens. Na, die Kornblume. Dann gibt es noch so Rosenstöcke und dann Flieder, glaube ich, noch. Auch so zwei Blöcke hoch. Und das war es dann schon mit den Blumen in Minecraft. Vielleicht finden wir noch was anderes. So, da ziehen wir schon mal um. Das weg. Das weg. Das weg. Dann nehmen wir noch das mit. So. Zweite Nacht. Wo machen wir das Bett hin? Gerade hin? Ja, gerade hin. Zack. Und schlafen. Guten Morgen. Ein neuer Morgen in Minecraft. Ja, und die Sonne, die ist da. Es regnet nicht. Die Wolken sind wunderschön. Ein wunderschöner Landstrich, den wir hier bekommen haben. Denn ich habe ja kein Seed eingegeben. Das ist zufälligerweise so gespawnt. Dann halt machen wir die Werkbank noch. Ne, falsch. Habe ich mir gerade anders überlegt, wo ich es gesetzt habe. Die kommt hier vorne hin. Damit wir gleich am Eingang immer alles craften können. Wir brauchen eine Kiste. So wird eine Kiste gecraftet. Und die machen wir auf und schmeißen alles rein, was wir nicht brauchen. Die Säpplinge tun wir noch raus. Das brauchen wir nie. Das jetzt auch nie, auch nie. Das kann weg. Obwohl, nee, den können wir gleich mit verbrennen. Dann machen wir hier daneben den Ofen. Da kommt die Holzspitzhacke rein. Wollen wir noch mal gucken, ob die Setzlinge noch despawned sind. Die Setzlinge, die das Laub. Und dass da vielleicht Setzlinge gespawnt sind. Hatten wir hier noch eine Fackel? Ja, hier haben wir noch Fackeln. Nehmen wir jetzt wieder mit. Die tun wir natürlich an unser Hütchen. Ja, hier unten die Spawn ist noch fleißig. Bienchen. Ah, ein Apfel.
Zack, zack. Und die Stöcke brauchen wir auch immer wieder, um Werkzeug zu machen. Später auch Itemrahmen. Braucht man für verschiedene Dinge. So. Weiter geht's. Das und das und das. Da werden wir wahrscheinlich gleich mal einen kleinen Wald anlegen. Von dem wir dann immer die Bretter nehmen, das Holz nehmen. Oh, oh, nee, Mistwetter, ich will dich nicht, geh weg. So ein Schiedkram. Schiedwetter, würde man wahrscheinlich an der Küste sagen. Schiedwetter. Dritten Tag Regen. Naja. Natur braucht es. So, ich sehe schon, ich habe Hunger. Erstmal wieder was als Essen. Essen. Gut. Nee, komm ich nicht durch. Zu viel Dickicht. Ja, ich sehe gerade meine Axt hält nicht mehr lange. Nee. Die ist fast durch. Das mache trenne ich jetzt von dem anderen Baum, weil den wollte ich stehen lassen, damit hier die Blätter die spawnen. Solange die noch so zusammenhängen, die spawnt da nichts. Den machen wir noch weg. Den nehmen wir noch mit. Unsere Axt ist eh gleich durch. Dann haben wir hier noch eine Birke, die wir mitnehmen können. Jetzt war es vorbei mit der Axt. Komm, das kriegt man mit unserer starken Faust. Kriegen wir das noch hin? So. So, zurück. Zurück. Hey Schweini. Kürbis haben wir auch. Da könnte man, ich muss dann gleich mal gucken. Warte mal, ich nehme mal einen Kürbis mit. Da kann man doch irgendwie eine Kürbissuppe machen. Was ist denn dafür alles nötig, notwendig? Hier, guck mal. Nicht nee, Kürbissuppe, sondern. Was war's? Kürbiskuchen? Ja. Kürbiskuchen. So ein Mistwetter. Und hier regnet's alles nass. Ah, mein Bett ganz nass. Naja. Nee, so viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Machen wir 44, siehst du. Das reicht. So, Dele. Nee. Ach, Quatsch. Ah, wir haben keinen Stein. Wir brauchen Stein, 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 Stein. Da holen wir jetzt gleich mal eine Handvoll.
Eine Handvoll Stein, bitte. Nicht Schwein. Stein. So, wo ging es hier rein? Hier ging es rein. So. Also. Stein werden wir immer wieder brauchen für Werkzeuge. Am Anfang ist das das Nonplusultra Steinwerkzeug. Später kriegen, oh, Kohle. Später kriegen wir dann noch Eisen, da kriegen wir Eisenwerkzeug und noch später dann Diamanten für Diamantwerkzeuge. Die halten dann immer länger, bauen immer schneller ab. Das ist schon sehr schön. Ah, ich darf jetzt aber nicht in die Nacht kommen. Das kann man kaum unterscheiden, wenn da hier Regen ist. Durch die Schäder ist das sehr, sehr dunkel. Ich habe ein bisschen Schiss. So, erstmal zurück. Ein bisschen Stein haben wir, 27 Mal, das ist okay. Und dann gucken wir mal schnell, was wir brauchen, um das erste essen zu können. So, ich brauche erstmal halt. Das war zu weit rechts. Eine Axt. Dann machen wir uns klar mal noch eine Schaufel. Jawohl. Das immer so. Und jetzt gucken wir mal in das Rezeptbuch, was hier ist. Da haben wir jetzt hier vier Seiten. Irgendwo müsste dann der Kürbiskuchen hier. Dann brauche ich Zucker, einen Kürbis und ein Ei. Das sollte doch machbar sein, Mensch. Zucker, Kürbis, ein Ei. Ich hatte doch vor uns schon Hühner gesehen. Hier, Huhn. Hühnchen. Hast du denn nie ein Ei für mich? Hm? Ich guck mal nach Zuckerrohr. Da hinten ist Zuckerrohr. Da holen wir uns erstmal das. Dann holen wir uns erstmal das Zuckerrohr. Hast du ein Ei für mich? Irgendwo hingelegt, versteckt. So wie Ostern hier. So, Zucker haben wir. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's echt dunkel. Hier ist ein Ei. Yeah. Dankeschön, Huhn. So, schnell zurück. Schnell schlafen. Dann sollte am nächsten Morgen auch der Regen vorbei sein. Und ich sehe, die Sonne kommt raus. Guten Morgen, Sonne. Da sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. So. Craften. Wir uns ein wunderschönes. Ach nee, halt. Erstmal Zucker. Einmal Zucker, einmal Ei, einmal Kürbis. Ergibt ein Kürbiskuchen. Frühstück. Jupp, das hat geschmeckt. So. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für den ersten Teil, die ersten Tage hier in Niemandsland und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.